Folge Nummer 5 von Avorion. Ja, wir sind hier. Wir wollten hier eigentlich Miner bauen, aber was mir dann mal so ganz kurz eingefallen ist, wie wollen wir denn Miner bauen, wenn wir, hier haben wir doch nur noch Maschinengeschütztürme und noch einen Maschinengeschützturm. Das bedeutet, das bringt uns nicht ganz weiter, weil wir ja keine Miner haben, die wir bauen können. Also das macht keinen Sinn. Wir müssen erstmal gucken, dass wir ein Abbauwerkzeug haben, bevor wir hier weitermachen, ne? Sonst geht das alle nicht, würde ich sagen, oder? Ja, schauen wir mal nach, dass wir dann erstmal ein Dingens kriegen. Sag schon, Handelsbussenressourcen, ne, hier ist sowas schon mal nicht. Das bedeutet, hier brauchen wir gar nicht weiter gucken. Wir können dann mal auf die Map gucken, ob wir hier unterwegs was finden. Waffenfabrik, Zulieferer, Ressourcen, Waffenfabrik. Stellen die da Waffen her oder können wir die da kaufen? Ausrüstungsdock brauchen wir, so ist es, ne? Omega, da ist auch nix. Ressourcen, da ist auch nix. Ja, ich glaube, wir fliegen mal hier in diese Richtung gerade weiter und gucken, was in der Station da ist. Oder die Frage, ob es eine Station ist, ne? Schickes Panel hier, ne? Ja, und letztens der Ladebildschirm, das war gar kein Grafikbug, den ich da gesagt habe, sondern es war ganz einfach eine Mine, ne? Wie wir hier ja auch sehen, ist da auch so ein Symbol dran, ne? So, da ist ein Tor, was in Richtung Gelb geht. West, Süd, West. West, Süd, West. Ist genau das, was wir brauchen, oder? Gucken wir, dass wir nochmal reinfliegen. Okay. Ja, wir sind da reingestolpert, ne? Wollen wir hoffen, dass wir noch heile sind, ne? Schaden war, glaub, zu sehen, oder? War das 960 Credits zum Tor bezahlen? Das weiß ich jetzt nicht. Hat ja gut geklappt, da durchzufliegen. Aber heile sind wir wohl noch. Hat wohl keinen Schaden groß gegeben, ne? Aber wir haben hier eine neue Fraktion, tatsächlich. West, Süd, West. Wollte ich nicht hier hin? Das war Ost, aber ist egal. Jetzt sind wir in einer anderen Fraktion, das geht ja auch. Was wollten wir wissen, was es hier gibt? Edelmine, Ressourcen, Öl, ne? Da gibt es aber nicht das, was wir brauchen. Ach, wir haben auch noch ein schlechtes Verhältnis mit denen. Das bedeutet, wir machen mal gerade gleich sofort die Biege. Einfach mal wieder zurück, ne? Diesmal richtig durchs Tor. Und dann suchen wir das Süd-Süd-Ost-Tor, müsste es sein dann, ne? Oder war es Süd-Ost-Süd? Keine Ahnung. Gucken wir gleich. Da ist ein Tor. Und das ist ein Nordosttor. Das ist es also nicht. Sehen wir noch eins da. Süd-Südost. Das ist doch das, was wir wollen. Dann fliegen wir da auch mal hin. Hoffen wir, dass wir hier keine Asteroiden unterwegs haben, die uns den Weg blockieren. Ne, sieht gut aus, ne? Und hinein. Und reingesprungen. Gut. Hier ist jetzt das da oben schon nicht mehr rot, sondern nur orange. Das heißt, wir haben hier noch Überlebenschancen. Solar, Solar, Handel, Solar, 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 alles klar. Und Wege wäre Ost, Süd, Ost. Das ist doch ein gutes Tor. Würde ich sagen, dass wir das nehmen. Ja, fliegen wir da mal rein.
Auch ein interessantes Schiff, ne? Oder war es eine Fabrik? Gute Frage, ne? Oh, wir müssen gleich unser anderes Schiff dann noch aufrufen. Ressourcendepot, Brauerei, Weinfabrik, Weinwaffenfabrik. Nichts Interessantes sozusagen. Aber auf der Karte können wir gerade bleiben, weil er da ja keine Ressourcen mehr hat. So, das heißt. Er muss jetzt nach da springen. Gibt's da noch drunter was? Nee. Da sind nur 127 Asteroiden, das ist nicht viel, ne? Da oben werden mehr. Ich glaube, wir springen mal dahin. Und dann dahin. Na, spring doch. Und dann müssen wir leider erst dahin. Und dann dahin. Gut. Wenn er da ist, können wir dann sagen, er soll wieder abbauen. Abbauen. Ah, das ist ja doof wieder, ne? Was ist das für ein doofes, blödes Ding hier so, ne? Kann ich denn da jetzt auch hin oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Karte verschieben, so. Ja, aber irgendwie bringt mir das jetzt nichts, ne? Befehle verketten, ja, das bringt mir auch nichts. Feinde angreifen, eskortieren, abbauen, eigentlich abbauen, aber das ging ja nicht, oder geht's jetzt doch? Ich glaube, es geht doch, er macht's jetzt, ne? Das dauert wohl nur einen Moment, bis er die Karte geladen hat. Das könnte natürlich sein, oder? Wir müssen es irgendwie anklicken. Das kann auch sein, ne? Ja, baut auf jeden Fall ab. Gut, dann sind wir wieder hier. Und wir sollten ein Tor Richtung Süden nehmen oder sowas. Da ist ein Tor. Süd-Südost. Geguckt hat mal, was hier gibt, ne? Nein, war ja nichts, ne? Wäre natürlich jetzt ganz interessant zu sehen, ob wir hier noch eine Aufgabe hätten, ne? Brauerei, Ressourcenknappheit, die brauchen 150 Wasser. Wasser gibt es hier bestimmt nicht, oder? Ja, sieht nicht so aus. Da ist auch noch was. Das ist die Proteinfabrik. Was haben die für eine Aufgabe? Ressourcenknappheit, 150 Fleisch. Da ist noch eine Kaffeefarm. Die haben bestimmt irgendwie kein Wasser. 100 Energiezellen, okay. Bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ja. Da ist noch einer, den hatten wir vielleicht noch nicht, die Weinfabrik. Lieferung Wein. 18,6. Innerhalb von 20 Minuten für Wein an eine nahegelegene Station. Frachtraum 75 hätten wir. Und 20 können wir anzahlen, also wäre das eine interessante Option, oder? Fliegen wir erstmal näher. Dass wir docken können.
Da ist ein Dock. Kommen wir da dran, so, dann F. Und dann liefern wir das da ab. Keine Ahnung wohin, wir wissen es noch nicht. Neue Mission, Lieferung Wein. Karte. Ganz schön weit, ne? Naja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg dahin. Und ja, den Weg dahin werde ich dann wieder so gestalten, dass ihr dann da das nicht so mitkriegt, weil ich denke, das ist jetzt nicht so spannend. Ne? Höchstens ist passiert unterwegs was, dann blende ich wieder ein. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, ich bin noch nicht ganz am Ziel angekommen, habe aber jetzt hier gerade einen mobilen Ausrüstungshändler getroffen und habe gedacht, da nutzen wir mal die Chance und gucken rein, was der hat, ne? HS-Überbrückung, Transporter-Software, Batterie-Upgrade, Scanner-Upgrade, Generator-Upgrade, Standard-Handelssystem. Haben wir das? Weiß ich gar nicht. Wäre auf jeden Fall wenn von Nutzen. Batterie-Upgrade ist ein Top-Angebot. Okay, Konstruktionsmarken und sonst hat er nichts. Alles klar. Also es wäre höchstens das Handelssystem jetzt für uns interessant, ne? Ist aber ein Standardhandelssystem, also nichts Besonderes. Allerdings, warum sollten wir es nicht gerade nehmen, denke ich mal. Also ich muss jetzt andocken bei ihm, das geht natürlich auch nicht dann. Okay, andocken ist aber jetzt nicht gefragt, ne? Aber ich denke mal, so sollte es reichen, oder? Standardhandelssystem. Jetzt haben wir's. Gut, okay, dann ist das erledigt. Wir können mal gerade reinschauen, ob wir da einen Platz für hätten. Haben wir auch. Dann bauen wir das natürlich mal gerade ein. Und haben dann hier das Handelssystem. Was ist jetzt passiert? Ich habe das angeklickt und ist weg. Ich bin in der Drohne ausgeschrieben, weil ich T gedrückt habe. Ich habe da wohl irgendwie gerade was daneben geklickt. Na, so sieht's aus. Ich habe nicht das Handelssystem erwischt, sondern das daneben. Alles klar, gut, aber das ist jetzt kein Problem. Dann schauen wir mal weiter. Noch ein Sprung dahin und dann kommen wir da auch hin. Sorry. Nur das Tor müssen wir noch finden. Da ist es. Ne, das Westtor, da sind wir hergekommen. Da ist es. Ost-Süd-Ost-Tor. Dann springen wir da schnell mal hin. Das ist ja nicht mehr weit. Und dann müssen wir den Hyperraumantrieb auch noch anschließend benutzen, um zum Zielort zu kommen. Kriegen wir auch hin. So. Was gibt's hier? Ausrüstungsdock. Ist cool, oder? Das ist da. Kurz einmal reingeschaut. Quantum, okay, da sind ein paar Sachen, die ganz nett sind schon. Bergbausystem haben wir da schon, ich weiß es nicht. Dreifach maschinische, Doppelpoint, Doppeleisenbergbau, also den werden wir auf jeden Fall kaufen. Was haben wir sonst noch? Jäger. Da sind andere Dinge. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt so gerade mal so packen, dass wir da. Ich glaube, wir machen das anders. Wir liefern erst ab. Ich weiß nicht, die Zeit. Mission ist auf I zu gucken. Mission. Verbleibende Zeit sind 10 Minuten. Nee, das wird mir zu knapp. Dann machen wir, liefern wir erst ab und fliegen dann wieder her. Ist vielleicht einfacher, oder? So. Das bedeutet hier noch Koordinaten im Navigationssystem eingeben.
Dann müssen wir nach da unten ausrichten. Da. Sprungroute berechnet und auf geht's. Gehen wir das lieber ab, bevor wir da nachher irgendwie ein Problem mit haben, dass das nicht klappt. Gut, dann fliegen wir zur Station, wo wir abliefern müssen. Ich glaube nicht, dass das das ist, oder? Jetzt müssten wir nochmal gerade unter I die Mission angucken. Der Kunde ist Militärstation. Oh, doch, ist doch Militärstation. Ist es die dann sogar? Ja, sieht so aus, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass die den Wein haben wollen. Wollen sie aber wohl. Gut, dann fliegen wir da mal schnell hin und geben das ab. Und dann schauen wir weiter, was wir noch so haben. Militärstation meldet sich jetzt leider. Doch, da sind die Docking Points. So, dann können wir abliefern und dann sind wir auch schon erstmal für diese Runde durch, würde ich sagen. 150 Wein abgeliefert, das sind 20.000 Credits, die wir da gerade geholt haben. Ja, ein bisschen Geld ist es, nicht viel, aber etwas. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ja, Kommentare wie immer, herzlich willkommen, schreibt was rein und ja, teilt das Video auf anderen Kanälen, dann kriegen andere mit, was Tolles hier gibt. Alles klar, bis dann, tschüss!